Seid gegrüßt, ich bin's, Robin von Zweidorf und ich wurde von Gannikus eingeladen, damit wir hier eine weitere Folge des Formats Hater Gonna Hate, HGH, für euch abdrehen. Und die Fragen werden für mich vorgelesen. Das sind Hater-Kommentare, denen ich mich stelle. Und werden wir mal schauen, was ihr so für geile Kommentare unter die YouTube-Videos gehauen habt. Attila Hildmann. Daisho, wake the warrior. Wie kann ein Mann seine Frau so im Internet präsentieren? Also dazu muss ich schon mal sagen, ich präsentiere meine Frau schon mal gar nicht. Ja, meine Frau ist alt genug, meine Frau weiß, ihre Reize einzusetzen, sie weiß, was sie will. Sie ist eine erwachsene Frau und ich denke, wenn meine Frau sich zeigen möchte, wie sie sich zeigt, dann soll sie das tun. Ja, das ist keine Pornografie, das ist einfach nur sexy. Ja, sie gibt sich sexy, das ist keine schmuddelige Sache. Ja, und ich denke, das machen genug andere auch. Und da sollte man einfach nichts überbewerten. Alter, der Typ ist so ein zurückgebliebener Spacken. Sieht aus wie ein Höhlenmensch. Ja, also wieder so ein Kommentar von einem Hater, der wahrscheinlich mit seinem Leben total unzufrieden ist. Der wahrscheinlich selber sich mit diesem Kommentar wiedererkennt und jeden Morgen im Spiegel aufsteht, sich anguckt und sagt, Mensch, bin ich ein Spacken. Und um seinen ganzen Frust ein bisschen auch freie Luft zu lassen, textet er das unter jedes Video bei YouTube. Und diesmal hat es halt auch dieses Video mit uns erwischt. Herzlichen Dank für das Kommentar. Ich nehme diese Kommentare nicht ernst. Überhaupt keine Veranlagung für den Bühnensport. Sollte er gerade den Blick auf seine Gesundheit eher lassen. Vor allem, weil er keine Chance hat gegen die Konkurrenz. Das kann sein, dass ich keine Chance habe gegen die Konkurrenz. Darum geht es auch gar nicht im Moment. Ja? Im Moment geht es einfach darum, ich bin 27 Jahre jetzt bei diesem Sport dabei. Ich bin jetzt 25 Jahre Bankdrücker, ich bin 4-mal Weltmeister, 9-mal Deutscher Meister. Ich habe sämtliche deutsche Rekorde, habe in der 90er, 100er. Ich wollte einfach mal eine neue Herausforderung. Und da ich Johannes schon länger kenne, Johannes Lukas, der ja auch auf der Bühne steht und regelmäßig sich präsentiert und auch viel, viel Ahnung von diesem Sport hat, habe ich einfach die Chance genommen, die Bitte eines Freundes, der mir sagt, ich habe das Potenzial für die Bühne, und habe gesagt, okay, wir probieren das einfach aus. Und es macht mir bislang immer noch riesen Spaß. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon dazu gewonnen, weil bislang hatte ich 25 Jahre lang keine Beine trainiert. Jetzt habe ich sie ein Jahr trainiert und das Gesamtbild, das passt einfach viel besser. Und selbst wenn ich auf der Bühne nachher scheiße aussehen werde, ich bin viel zufriedener jetzt. Das Ganze passt einfach besser. Deine Frau hat ein starkes, markantes, männliches Gesicht, war sie früher ein Mann. Also so eine Kommentare, da ist der pure Neid. Das sind Leute, die nie eine solch hübsche, sexy, wunderbare Frau kriegen wollen werden. Ja. Und ich weiß nicht, wer meine Frau als männlich bezeichnet, also an dem ist, glaube ich, ganz, 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 ganz viel vorbeigegangen. Also meine Frau ist weder im Gesicht noch am Körper männlich. Auch im Wettkampf, sie ist Bikini-Athletin und keine Bodybuilderin. Das ist alles weiblich. Und ihr könnt mir glauben, da ist nichts männlich. Fühlst du dich weiblich, weil deine Freundin größer und muskulöser ist als du? Dazu muss ich sagen, meine Freundin ist gar nicht größer. Ja, wir sind beide 1,72 Meter. Das wirkt immer so durch die Schuhe bei ihr. Und muskulöser wirkt sie vielleicht, weil ich jetzt mehr Speck drauf habe. Sie ist natürlich immer in Bühnenshape. Ich denke, wenn ich ab Ende Sommer auf Diät gehe, dann wird man sehen, dass unter diesem ganzen Speck, den ihr jetzt im Moment noch seht, und viele können sich das nicht vorstellen, unter diesem Speck ist auch tatsächlich ein Muskel. Weil nur dieser Speck drückt keine 300 Kilo, wie ihr euch vorstellen könnt. Die dicke, tätowierte Speckwurst muss ja mega Kohle haben. Diese mega fette, tätowierte Speckwurst hat gar nicht so viel Kohle, wie ihr denkt. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der auch seiner Arbeit nachgeht. Ich bin Krankenpfleger. Wisst ihr sicherlich von meinem Vorstellungsvideo bei Gannikus. Kann man mal so einen kleinen Link reinmachen vielleicht nochmal zum Vorstellungsvideo. Da ist am Ende zu sehen, was ich hier den lieben langen Tag auf der Arbeit treibe. Und
Glaubt mir, als Krankenpfleger wird man nicht reich. Ja? Wenn ich reich hätte werden wollen, hätte ich mir einen anderen Beruf gesucht. So ein Kommentar. Der Kommentar muss so geil sein. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon auf den Kommentar. Die Inessa könnte mich gerne auch mal den Arsch versohlen. Ja, ja, wird sie gerne tun. Also pass auf, ruft gerne an. Ja, bei Gannikus macht einen Termin aus. Für 10.000 Euro versohlt sie euch allen den Hintern. Total. Aber nicht mit der Hand. Also das Material, da suche ich dann aus, mit was sie das macht. Also wer da Bock drauf hat, ja, also wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dann reich zu werden. Da hätte ich dann einen anderen Job, ja, beziehungsweise meine Frau würde dann das Geld nach Hause bringen. Das ist auch nicht schlecht. Kann es sein, dass Robin genauso breit wie groß ist? Das kann sein. Also Rittersport war ja noch nie scheiße. Und nun sagt man ja quadratisch praktisch gut, oder? Die Perle ist viel zu geil für so einen Mongo. Da muss ich dir recht geben, die Frau ist verdammt geil. Ist eine ganz, ganz hübsche, eine ganz intelligente auch. Richtig viel Sinn in ihren Texten, wenn man bei Instagram mal schaut auf ihrem Profil. Das ist nämlich keine dumme Blondine. Ja, und zu dem zweiten Teil der Frage muss ich, glaube ich, gar nicht antworten. Also ich bin kein dummer Mongo oder so. Ich habe auch ein Abitur gemacht. Und Mongo, das sind so Beschimpfungen, Beleidigungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen tut, solche Sachen da unter die Videos zu posten. Ich glaube, wenn ihr ein richtiges Profil hättet, mit richtigen Eiern in der Hose und einem realen Foto, dann würdet ihr nicht ansatzweise solche Sachen schreiben. Aber vielleicht kommt ihr auf der FIBO vorbei. Ja, dann kann man sich vielleicht da live mal sehen. Dann könnt ihr mir das live am Stand nochmal ins Gesicht sagen. Wenn ihr den Mut habt. Die Tattoos ruinieren den Körper. Ja gut, das ist eine Geschmackssache natürlich. Einige mögen keine Tattoos. Einige mögen Tattoos, andere lieben sie, andere identifizieren sich mit ihren Tattoos. Meine Frau selber findet Tattoos auch gar nicht schön. Also wenn es um sie geht, wäre ich ohne Tattoos auch schöner. Ich persönlich mag Tattoos. Ja, einige auf meinem Körper gehören da nicht mehr hin. Die werden irgendwann entfernt. Aber ansonsten bin ich eigentlich jemand, der Tattoos mag und der auch bunte Haut gut findet. Voila, natural, nichts möglich. Natural nichts möglich, ja. Also das muss jeder selber entscheiden, wie er seine Wettkampfleistung pimpt, ob er es natural macht, ob er das fake natural macht, ob er das öffentlich macht, dass er was nimmt oder nicht. Wie gesagt, im Wettkampf werden immer Höchstleistungen erwartet. Die Zuschauer wollen Rekorde sehen. Und das ist im Fahrradsport, wie im Radsport, wie im Schwimmen, wie in jedem Leistungssport wollen Rekorde gebrochen werden. Und ob jemand was nimmt oder nicht, das sollte jeder selber entscheiden. Ja, also da würde ich auch niemanden reinreden. Ich kann nur so viel sagen, ich habe auch als 17-Jähriger schon 180 gedrückt und ich glaube nicht, dass ich als 17-Jähriger da irgendwelche Steroide von meiner Mutter irgendwie in den Tee gemixt bekommen habe. Also da könnt ihr euch getrost sein. Es ist natural sehr, sehr, sehr viel möglich. Mit dem heutigen Wissen und der heutigen Supplementierung, die es gibt, kann man ganz viel rausholen. Ob man solche Rekorde aufstellt, wie wir es jetzt tun, das sei nun anders dahingestellt. Aber ich glaube, viel mehr muss man da auch gar nicht zu sagen. Ohne Zwangsjacke drückt der Wichser nichts. Ohne Zwangsjacke drückt der Wichser nichts. Auch dazu kann ich wieder sagen, diese Zwangsjacke hat ja für mich einen Grund. Ich mache diesen Sport, wie gesagt, schon 27 Jahre und ich habe mir in diesen ganzen Jahren so viel Muskeln weggerissen. Ja, ich habe mir 2002 im Wettkampf, habe ich mir bei 240 den rechten Trizep weggerissen, der ist angenäht. Den linken habe ich mir 2011 bei einem Autounfall weggerissen. Ich habe mir die Schulter, den Infraspinatus vor der Weltmeisterschaft 2009 weggerissen. Und vor all diesen Verletzungen habe ich auch 245, 250 ohne Shirt gedrückt. Und das bei einem Körpergewicht von 107, 108 Kilo. Und das glaube ich auch in der heutigen Zeit, ja, das ist ja schon 10 Jahre her, immer noch gar nicht so wenig, wenn man überlegt, wie wenig Leute 250 Kilo Raw drücken. Und natürlich drücke ich die nicht mehr, deshalb ziehe ich dieses Shirt an, ja, um das alles zusammenzuhalten. Weil seit ich diese Shirts habe, habe ich viel, viel weniger Verletzungen und ich habe auch den Kopf frei. Und natürlich drücke ich dann mehr, aber das ist ja, das Reglement sagt ja, jeder kann dasselbe Shirt anziehen. Ja, deshalb, ich habe ja keinen Vorteil dadurch. Und es ist nun mal ein Equip-Bankdrücken, was für jeden auch equipped ist. Und deshalb finde ich das völlig legitim, mit einem Shirt 300 zu drücken. Und das ist auch keine schlechte Leistung, glaube ich. Weil du kannst dir sicherlich vorstellen, zieh dir das Shirt an und dann lasse ich die einfach mal 300 auf deine Arme legen. Ich bin mir sicher,
dass du die keine 10 Sekunden hältst. Und wenn du versuchst runterzugehen, dann knacken dir deine kleinen Streichhölzerarme sofort weg. Und dann war es das. Also das ist trotzdem eine Hammerleistung. Also ne, das Shirt schmälert solche Leistungen überhaupt nicht. Ja. Und es gibt Leute, klar, bei den Profis die drücken 400. Aber die wiegen natürlich auch die Hälfte mehr als ich. Die wiegen nicht 100, die wiegen 150 Kilo, die Leute. Ja, man muss immer im Verhältnis sehen. Mein deutscher Rekord, der 8 Jahre lang stand. AMK, das sind 100 pro Fake-Gewichte. Ja, Fake-Gewicht, das mache ich immer so im Training. Willst du wissen, was AMK bedeutet? Ja, was heißt das? Sag. Amanakoye. AMK, aber ich habe das schon mal, ich habe das gehört, sagen viele. Also. Güler, was bedeutet Amanakoye? Hä? Ich fick dich. Ich fick dich, das sind 100 pro Fake-Gewichte. Ja. AMK, also das kannst du gerne mit deiner Freundin oder deiner Mutter oder sonst was machen. Ja, also wenn du meinst, das sind Fehlgewichte, ich habe das ja gar nicht nötig. Ich mache das ja nicht nur im Training. Ja, es wäre ja blöd für mich, wenn ich da 300 Kilo raufpacke und ich fahre dann zu einer deutschen Meisterschaft und wie soll ich denen das erklären? Soll ich sagen, hey, für meine Follower, pack da mal bitte sture Porscheiben rauf. Ich habe im Training 300 Fake-Gewichte gehabt, 300 Kilo Fake-Gewicht. Also deshalb, Leute, ihr müsst ein bisschen überlegen. Ja? Ich bin seit 25 Jahren Wettkampfsportler und die Rekorde, die stehen, das sind keine Fake-Gewichte. Okay? Ich habe zu besten Zeiten habe ich mit 200 Kilo 10 Stück gemacht, ohne Shirt. Das waren keine Fake-Gewichte. 1 gegen 1 fick ich dich. 1 gegen 1 fick ich dich. Ja, das ist auch ein geiler Kommentar. Den kann man ja in vielerlei Hinsichten in viele Richtungen sehen. Also vielleicht hat er ja wirklich sexuelle Vorlieben. Also ich hoffe nicht, weil ich bin für sowas nicht zu haben. Aber ansonsten, wenn du meinst beim Training, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Dann können wir gerne so ein Battle machen. Also vielleicht bist du ja sogar besser als ich im Bankdrücken. Der ist doch nicht gesund. Der ist doch nicht gesund. Oh, dazu muss ich sagen, ich hatte letztes Jahr nur 4 Krankheitstage auf Arbeit. Ich fühle mich auch gesund, ich fühle mich fit, ich ernähre mich gesund, ich esse jeden Tag mein Obst, mein Gemüse. Ja, durch die Ernährung im Bodybuilding lebt man, glaube ich, viel, viel gesünder, als ihr glaubt. Ja? Ich lebe nicht von Fastfood, von Pommes oder irgendwelchen Burgern. Ich fresse nicht irgendwelches ungesundes Fett oder so in mich rein. Ich stopfe keine Cola in mich rein. Ich trinke keinen Alkohol, nichts, gar nichts. Deshalb, also der Lifestyle eines Sportlers ist, denke ich, gesünder als der vieler anderer, die einfach fett unten vorm Sessel bei Mutti im Keller sitzen und da irgendwelche Kommentare tippen. Ups, jetzt habe ich dich erwischt. So, dann sind wir auch schon am Ende von HGH, Hate is Gonna Hate. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, schaut euch das Video an, liked es, kommentiert es, schickt es weiter, macht was ihr wollt, aber ich hoffe, ihr habt Spaß.